Rufe dafür den Bereich Rüstung auf. Moment, da hinten leuchtet noch was und dann schauen wir mal. Eine Truhe mit alten Stiefeln. Na dann schauen wir doch mal. Ziehen wir uns mal kurz um. Rüstung. Abgewetzte Rüstung hat 10 Rüstung und 12% Volltrefferschaden. Okay. Abgetragene Gamaschen hat 6 statt 2 Rüstungen. Die sind auch besser. Im Stiefel haben wir eh noch keine. Ja, das sieht doch schon besser aus als die Lumpen, würde ich sagen. Und dann mal los, wa? So, laut Karte geht's jetzt hier weiter. Na, dann laufen wir einfach mal weiter und schauen mal, was das passiert. Das ist es, worauf Sie es abgesehen haben. Unsere größte Erfindung, der Seelenquell. Stellt euch das nur vor. Ein Ende des Krieges. Ein Ende des Todes. Das sieht beeindruckend aus. Ding zu springen, okay. Das hat so ein bisschen was hier wie in dieser griechischen Mythologie. Und am Boden liegen überall bis zur Unkenntlichkeit verstümmelte Gnome. Ein Massaker muss das hier gewesen sein. Jetzt ist man wenigstens rumst, der dauert so rumst, wenn die hier alles in die Luft springen. Aber was soll das Ganze? Das wissen wir immer noch nicht. Genau. Aber vielleicht kriegen wir noch einiges raus. Wir gehen jetzt einfach mal weiter. Da fallen uns Steine fast auf den Kopf. Wir sind in einem der Lagerräume. Seht nach, ob ihr irgendetwas Nützliches findet. Einige Objekte können durch Waffen zerstört werden. Holzkisten, Fässer und Urnen sind zerstörbar, glaube ich. Stimmt. Ich war jetzt etwas zu langsam mit Vorlesen. Naja, hier ist sogar Gold drin. Nicht schlecht. Und eine Truhe. Na, da schauen wir doch mal rein. Schlechte Beinschienen und Dietriche. Da haben wir noch mehr Truhen. Also Holzkisten. Und eine Truhe dahinter, wenn ich es gerade richtig gesehen habe. Dann gucken wir doch mal da rein. Zerrissene Handschuhe, Goldmünzen, 3 Dietriche. Ja, bitte alle. Und ein einfacher Heiltrank. Sehr gut. So. Ah, hier ist ein Waffenständer. Was gibt's denn hier? Ein primitiver Eisen-Kite-Kite-Schild. Okay. Du hast ein Schild erhalten. Schilde werden verwendet, um gegnerische Angriffe zu blocken. Rüste ihn nun aus. Okay. Moment. Folgen wir dem Stern. Inventar. Da blinkt Rüstung. Gegenstände in deinem Inventar kannst du auf folgende Arten ausrüsten. Markiere einen einzelnen Gegenstand und drücke Enter. Oder klicke ihn mit der linken Maustaste an und wähle Ausrüsten. Du kannst ihn auch mit der linken Maustaste anklicken und dann auf das Porträt deines Charakters ziehen. Okay. Ich habe es jetzt mit Doppelklick immer gemacht. Das hat auch gut funktioniert. So, wir haben das Schild jetzt ausgerüstet. Habt ihr etwas gehört? Was? Ich? Nö. Nein, ich habe nie. Doch, jetzt habe ich was gehört. Okay, halte Umschalt links gedrückt, um zu blocken. Lasst mich raten. Das Schild verschwindet? Ja, das Schild verschwindet. Okay. Da weiche ich lieber aus. Das finde ich irgendwie uncool, wenn er dann das Schild da rausholt. Zumal der unglaublich weit springt und das ziemlich gut geht mit dem Ausweichen. Also das Kampfsystem macht eigentlich Spaß. So, der erste Eindruck ist auf jeden Fall gut. Soll jetzt den Langbogen ausrüsten. Okay. Nein. Hier ist auch nichts. Ach, da vorne ist ein Pfeil. Wer Augen im Kopf hat, findet den Bogen schneller. Du hast einen Langbogen erhalten.
Escape drücken, um zu erfahren, wie du ihn als Sekundärwaffe ausrüstest. Dein Langbogen befindet sich in deinem Inventarbereich. Greife nun auf dein Inventar zu. Wähle im Inventar die Option Waffen. Mit Langbögen kannst du deinen Gegner aus großer Entfernung unter Beschuss nehmen. Na dann. Primitiver Birkenholz-Langbogen. Ausgerüstet. Glückwunsch, du hast deinen Langbogen nun ausgerüstet. Um zum Spiel zurückzukehren, drücke Escape. Na gut. So. Wir haben einen Langbogen. Hurra. Und jetzt? Na, einfach mal weitergehen vermutlich. Was ist hier? Ein paar Kisten. Aber sonst nichts. Okay, da oben leuchtet jetzt rot. Was ist denn passiert? Ah, Kisten. Verwende Q, um zu deinem Bogen zu wechseln. Okay. Drücke die linke Maustaste, um deine Sekundärwaffe zu verwenden. Achso, das ist automatisches Ziel. Kann ich jetzt auch mit Q wieder zurückwechseln? Ja. Du hast keine Munition mehr. Dein Vorrat an Pfeilen ist begrenzt. Ah, okay. Ja, schneller konnte ich jetzt gerade leider nicht lesen. Da stand vielleicht noch was Spannendes. Das gucke ich mir dann aber nachher nochmal an, wenn ich es dann rendere. Ah, da oben sind noch mehr. Okay. Entfessle einen mächtigen Distanzschuss, indem du die linke Maustaste gedrückt hältst. Ah ja, da lade ich dann auf. Okay. Aus nächster Nähe erschossen. Schön, das gab wieder ein paar Erfahrungspunkte. Jetzt schauen wir mal, da hinten blinkt es wieder so schön. Was in der Kiste ist. Abgewetzte Dokumente und 5 Dietriche. Die nehmen wir natürlich alle mal mit. So. Hey, ein toter Gnome. Und er hat auch irgendwas bei sich gehabt hier. Rostige Beinplatten. Mhm. So. Geht's jetzt hier irgendwie irgendwo weiter? Hier kann ich nur wieder runterspringen. Also vermutlich hier lang. Na dann schauen wir mal, was da so gibt. Dolche sind tödlich. Wenn es euch gelingt, einen Gegner zu überraschen, ihre Geschwindigkeit macht ihre geringe Größe mehr als wert. Überhaupt ziemlich groß für Dolche, wenn ihr mich fragt, aber... Du hast Dolche erhalten. Dolche sind eine besondere Waffenart, die von Schurken bevorzugt wird. Rüste sie nun aus. Gut, da es das Tutorial ist, oder ich vermute, dass es so eine Art Tutorial ist, machen wir das jetzt einfach mal. Das sieht ja auch nett aus hier. Schön aufgehängt, denke ich. Da blinkt es. Rostige Stulpen. Das sieht aus, als kriegen wir auch schon direkt unsere erste schwere Rüstung. Dort vorne sind noch mehr. Wenn ihr es schafft, euch an sie heranzuschleichen, solltet ihr sie mit euren Dolchen schnell und lautlos ausschalten können. Aha, mit C können wir also quasi schleichen. Na, dann versuchen wir uns doch mal im Schleichen. Und schleichen uns mal von hinten an. Leise und tödlich. Naja, und jetzt können wir angreifen, vermutlich. Ja, noch 4-mal zustechen und dann passt es schon. Alles klar. Der hat doch was bei sich. Einen verbeulten Kyras. So, so. Da vorne sind noch 2. Mal schauen, ob wir die auch lautlos ausgeschaltet kriegen. Fangen wir mit dem linken an und... Geht nur wieder zu.
unsterbliche Ungeziefer flieht. Tot. Ups, 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 was ist jetzt los? Ah, der hat uns gesehen. Dann müssen wir ihn eben so verprügeln. So. So geht's auch. Ich will eigentlich nicht mit ihm reden, sondern das, was da leuchtet, aufheben. 14 Gold. Ja, da hinten liegt auch noch was. Ein Dietrich, den nehmen wir mal mit. Hier sehen wir wieder diesen Seelenquell. Viele, viele Tote. So, öffne Tür. Na dann los. Schick, 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 schick. Höhlenblüten reagieren nur auf die Gegenwart von Magie. Ob an euch vielleicht mehr dran ist, als es den Anschein hat. Wusstet ihr denn nicht, dass ich ein Magier bin? Schaut. Unglaublich. Was seid ihr? Das erinnert mich so ein bisschen an Fable, wo man auch alles so ein bisschen konnte. Passiert hier noch irgendwas? Oh, eine Spinne. Eingesperrt. Mhm. Ah, da hinten leuchtet was. Spinnenmemo. Hughes, wir haben euer Ersuchen befolgt und das Spinnenproblem ist nun endlich unter Kontrolle. Cloud wird versuchen, die Säuberung als Erfolg für sich und seine Prätorianer darzustellen. Aber meiner Ansicht nach übersieht er dabei den Anteil meiner raschen Auffassungsgabe und scholaren Arbeit am Gelingen dieser Aktion. Bei der Aufsicht der Vernichtung der Spinnen ist mir aufgefallen, dass von dem Spinnengift betroffene Wachen steife Gelenke und gespannte Haut hatten. Symptome, die zu einer möglichen Lösung der Probleme mit dem inneren Zusammenhalt der Schöpfung des Quells führen könnten. Ich hätte besagte Symptome gern gründlicher untersucht, aber die Wachen haben meine Befehle zur Verabreichung von Gegengiften rundheraus ignoriert. Ich bitte daher darum, einige dieser Spinnen zu fangen und ihr Gift für künftige Tests abzuzapfen. Außerdem vertraue ich darauf, dass diese ungehorsamen Wachen sofort bestraft werden. Ich verlange für mein unaufhörliches Streben nach Wissen keine Medaille, keine Beförderung. Ich bitte euch lediglich inständig darum, mich aus dem Leichenentsorgungstrupp zu nehmen. Guran. Na, das nehmen wir auch mal mit. Nehmen wir hier noch was? Ah, da ist noch eine Truhe. Zerrissen hier oben. Goldmünzen, Mana-Trank und einfaches Schlangengift. Und hier drüben ist nichts mehr. Gut. Na dann. Weiter geht's. Auf zu Professor Hughes. Ja, Moment. Hier gibt es noch einen Seitengang. Wenn ich die Minimap da richtig im Auge habe. Ha, und da ist auch schon eine Truhe. Abgetragene Handwickel. Passen wahrscheinlich zu den Roben. Aber das schaue ich mir dann, ups, später mal an. Da wäre vielleicht mein Schwert die bessere Wahl. Nehmen wir mal wieder das rostige Langschwert zur Hand. Da haben wir jetzt hier diesen neuen Skill, den könnten wir eigentlich gleich mal ausprobieren. Macht gut Schaden. Aber das Schwert auch. Dann haben wir die Spinne ja schnell erledigt. Liegt hier noch irgendwas bei der Spinne rum? Nö, sieht nicht so aus. Na, dann werden wir wohl mal weitergehen und schauen mal. Ah, da liegt was. Ein Stab. Du hast einen Stab erhalten. Stäbe sind eine Waffenart, die von Magiern bevorzugt wird. Rüste ihn nun aus. Okay, dann würde ich sagen, nehmen wir jetzt mal den Birkenholzstab. Und legen auch hier gleich mal die Roben an. Inklusive... Wo waren sie denn?
die abgetragenen Handwickel. So, wir wollen ja schließlich dann auch wie ein Magier wirken. So sehen wir jetzt aus. Sieht schon besser aus als in den Lumpen, würde ich sagen. Der Tunnel ist vollständig bedeckt. Vielleicht könnt ihr uns ja mit diesem Stab einen Weg. Diese Spinnennetze widerstehen jeglichen Angriffen. Abgesehen von Feuerschaden. Versuche einen Weg durch sie hindurch zu brennen, indem du deinen Stab verwendest. Okay. Ja. Klappt. Gut. Nichts wie durch, würde ich sagen. Nicht noch. Verbrennt sie los, verbrennt ja. Sie! Stirb, Spinne! Du kannst nicht vorbei! Oder so? In der Richtung? Ja, klappt doch ganz gut. Oh, was ist das? Plündern Spinnensack. Alte Schuhe, einfacher Mann, Knochen und Schädel. Okay, wofür auch immer die gut sind. Dann haben wir jetzt auch die erste Magierrüstung quasi vollständig. Ah ja, mit Flipflops, sehr schön. Ein Magier mit Flipflops und Bogen auf dem Rücken. Sweet. Gut, dann wollen wir mal weitergehen. Hier ist wieder so ein riesiges Spinnennetz. Ja, brennt gut weg, würde ich sagen. Noch mehr von der Sorte? Okay, brennen wir sie nieder. Was mir auf Anhieb sehr gut gefällt, ist, dass man hier als Magier durchaus auch im Nahkampf agieren kann. Und nicht immer sich zurückziehen muss. Das gefällt mir sehr gut. Das hatte ich allerdings auch im Vorfeld schon gelesen, dass das funktionieren soll, muss ich dazu sagen. Das hat mir die Entscheidung auch so ein bisschen leichter gemacht, einen Magier zu spielen, denn, ja, das ist mal was anderes. So, und weiter geht's. Bei der Flucht aus den Höhlen unserer Wiedergeburt quasi.